Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Zuerst zu unserer Rubrik «Medizin von morgen». Stellen Sie sich vor, man entnimmt Ihnen Knorpel an der Nase für ein Problem am Knie. Was jetzt seltsam tönt, hat eine Erklärung. Und die kommt hier gerade. Marlies Ruckstuhl ist beruflich im Büro. In ihrer Freizeit jedoch drängt es die 55-Jährige an die frische Luft. Der Sport ist also pure Erholung, abschalten, Zeit für mich zu haben, sich in der Natur bewegen und gehört zu meinem Leben. Dezember 2016 bin ich heftig aufs linke Knie gefallen. Und ich hatte eigentlich eine Knieprothese gebraucht und das wollte ich einfach nicht. Der Ausrutscher auf feuchtem Boden führte zu massiven Einschränkungen. Also ich konnte mich einfach noch leicht bewegen. Jedoch Hausarbeiten, im Büro lang sitzen, joggen und Sport ausüben, konnte ich einfach nicht mehr. Und das ist einfach, die Lebensqualität ist weg. Der Weg zur Heilung führte die Luzernerin über einen Umweg zum Universitätsspital Basel, in die Orthopädie und das Departement für Biomedizin. Professor Ivan Martin forscht seit 20 Jahren an Gewebezüchtung und stieß dabei auf die überraschenden drei Vorteile der Zellfunktionen des Nasenknorpels. Erstens, sie sind in der Lage, neues Knorpelgewebe zu generieren, viel effizienter als andere Knorpelzellen. Zweitens, die Knorpelzellen aus der Nasenscheidewand können sich gut anpassen zu neuen Umgebungen und die Funktion der nachbaren Geweben zu übernehmen. Und drittens, die sind auch fähig, die Wirkung von negativen Entzündungsfaktoren zu widerstehen. Knorpelzellen werden in lokaler Betäubung aus der Nasenscheidewand entnommen, im Reinraum gezüchtet und vermehrt und 4 Wochen lang auf einer Kollagenmembran kultiviert. Im Operationssaal wird das Kniegelenk eröffnet. Hier am Beispiel der Arthrose hinter der Kniescheibe wird das kaputte Gewebe entfernt und das gezüchtete Knorpelgraft passend eingesetzt. Das Gewebe wächst ein, die körperliche Aktivität kann schrittweise erhöht werden. Nach 6 bis 12 Monaten ist auch Sport wieder möglich. Der Orthopäde Dr. Markus Mumme hat Marlies Ruckstuhl im Rahmen einer Studie behandelt. Bei der Patientin haben wir nach dem Unfall diesen Knorpelschaden hier gefunden. Sehr wahrscheinlich ist der Knorpel bei dem Unfall ausgeschert und hier liegt der Knochen frei. Dadurch ist bei Belastungen jede Belastung direkt auf den Knochen, was Schmerzen verursacht und auch Schwellungen verursacht. Hier sieht man nach der Operation den aufgefüllten Knorpel und damit ist die Funktion wiederhergestellt und der Knochen auch geschützt. Wir haben bisher eine Studie mit über 100 Patienten durchgeführt, europaweit. Und diese Studie hat vor allem Knorpeldefekte ohne schwere Arthrose adressiert. Und da sehen wir eigentlich gute Ergebnisse für die Behandlung. Wir sehen einen Vorteil für ältere Patienten. Wir sehen einen Vorteil für Patienten, die bereits eine fehlgeschlagene Therapie hatten. Und unser Ziel ist eigentlich, dass wir zukünftig auch arthrotische Defekte behandeln können. Und unser erstes Ziel wäre die Arthrose hinter der Kniescheibe, für welche wir jetzt auch eine neue Studie planen. Was motiviert die Mediziner in ihrem Fachgebiet? Welche Signale sind notwendig, um diese Regenerationsprozesse zu aktivieren? Und können andere Zellen aus anderen Bereichen diese Signale zum Knie liefern? Das ist für mich ein spannendes Thema, das auch motiviert mich jeden Tag. Am meisten motiviert mich der Patient, dem wir bisher nicht gut helfen können. Wir haben einerseits Knorpelschäden, die wir bisher gar nicht behandeln können, die wir behandeln wollen. Aber auch die Therapie ist ein absolutes Neuland. Heute sprintet Marlies Ruckstuhl auch ohne künstliches Kniegelenk wieder mit freudvoller Energie über Stock und Stein. Also ich habe jetzt einen Teil meiner Nase in meinem Knie und ich habe Lebensqualität zurückerhalten. Ich kann wieder joggen in der Natur, ich kann einen Halbmarathon teilnehmen und das ist pure Freude.